Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon 7. Folge von Ich muss da mal was loswerden, meinem Videopodcast. Ich habe mich etwas rausgeputzt, für wen ich das getan habe, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich. Ja, heute ist das für mich eine sehr besondere Sendung als politisch interessierter Mensch. Deswegen freue ich mich sehr, dass bei der 7. Folge von Ich muss da mal was loswerden unser Emsdettener Bürgermeister Oliver Kellner von den Grünen vor mir sitzt. Hallo. Ja, hallo Sebastian. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, so habe ich das in der Vergangenheit mit den anderen Gästen meines Podcasts auch gemacht, dass wir uns duzen für eine entspannte Gesprächsatmosphäre. Deswegen Oliver, schön, dass du da bist. Wir werden gleich gerne auch mal den Hintergrund erklären, wie das kommt, dass der Bürgermeister in meiner Show jetzt hier sitzt. Ich freue mich sehr. Das werden wir gleich ein bisschen erklären. Vorher, Oliver, machen wir es so wie immer, auch in den anderen Folgen, dass wir eine mehr oder weniger aktuelle These kurz und knackig besprechen werden. Mit Blick auf meinen Fragenkatalog, ich habe einiges vorbereitet, werden wir das wirklich sehr kurz und knackig halten, weil gerade auch zu diesem Thema könnte man, glaube ich, alleine schon 30 Minuten reden und diskutieren. Das machen wir jetzt ganz bewusst nicht, sondern nur eben zum Reinkommen werden wir es kurz ankratzen. Ich muss da mal was loswerden. Der deutsche Atomausstieg ist doof. Warum ich das so sehe oder wie genau ich das sehe, erkläre ich, wie gesagt, gleich gerne. Jetzt bist du erstmal dran. Wie stehst du zu dem Thema? Also ich halte die Atomkernkraft für eine absolut unsichere und auch unzuverlässige Form der Strom- und Energieerzeugung. Mhm. Man muss ja nur mal über die Grenzen gucken, nach Belgien oder nach Frankreich, wo Kernkraftwerke permanent abgestellt werden, weil sie mit Störungen behaftet sind, weil sie Schäden an der Außenhülle haben. Und dann wird häufig das Argument, ich glaube, das wird ja auch hier in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Politik immer wieder gebracht, der Atomstrom sei günstig, günstiger als jeder andere Strom. Dazu muss man vielleicht auch eins sagen, dass die Atomkraftwerke von alleine ohne staatliche Subventionierung, also ohne Steuergelder, nicht wirtschaftlich sind. Nirgendwo auf der Welt würden Atomkraftwerke gebaut werden, wenn sie nicht massiv mit Steuergeldern unterstützt werden. Und das Thema der Endlagerung der Abfälle ist für mich auch noch ein ganz, ganz wesentliches Thema, denn diese Abfälle belasten nicht nur zig nachfolgende Generationen, sondern die Problematik besteht ja auch darin, ein passendes Endlager dafür zu finden. Und im Moment ist es ja tatsächlich so, dass regenerative Energien viel, viel wirtschaftlicher sind als die Atomenergie. Mhm. Und deswegen finde ich den Atomausstieg auch richtig. Er ist lange beschlossen und ihn jetzt wieder rückgängig zu machen, halte ich für völlig falsch. Wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen nämlich die regenerativen Energien deutlich ausweiten und den Ausbau deutlich beschleunigen. Ja. Oliver, danke für deine Meinung. Die ist wenig überraschend für einen grünen Politiker. Das passt durchaus ins Bild. Ich kann kurz einmal meine Sichtweise darlegen. Grundsätzlich ist es so, es gab 2011 war es, meine ich, das Vorkommnis in Fukushima. Und das hat ja letztlich auch dann mitentscheidend für den deutschen Atomausstieg damals gesorgt. Und 2011 war so die Zeit, als ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Ich damals so Politsendungen im TV geguckt habe, mich ein bisschen eingelesen habe. Und dann war das so eins der größten Themen, was dann gerade auch aktuell war, was ich dann halt sehr prägend mitbekommen habe. Und ich bin grundsätzlich ein Fan von Merkels Meinung damals gewesen, diesen Ausstieg dann voranzutreiben. Deswegen muss ich meine These vielleicht konkretisieren, dass ich den Atomausstieg aktuell für nicht ganz optimal halte. Wir können einmal auf die Statistik gucken vom Statistischen Bundesamt. 2022 kamen 46% der erneuerbaren Energien oder 46% bestanden aus erneuerbaren Energien. Das finde ich schon sehr hohen Wert. Ich hätte den
geringer geschätzt, also fast die Hälfte sind schon erneuerbare Energien, das ist schon ganz gut. Allerdings 30% immer noch aus Braun- und Steinkohle als dreckigster Stromerzeuger und nur 6% waren überhaupt Kernenergie letztes Jahr. Das muss man mal ganz klar in Relation setzen. Also mit 6% ist das gar nicht das Riesenthema bislang gewesen. Jetzt ist es so, dass wir seitdem wir, was war das, vor 2-3 Monaten meine ich, dann die letzten Atommeiler vom Netz genommen haben, jetzt mittlerweile klimaschädliche Kohle aus Polen und Atomenergie aus Frankreich beziehen. Das kann auch nicht so richtig die Lösung sein, um das aufzufangen. Und im Direktvergleich zum Beispiel aus den Atommeilern, du hast es gerade selber gesagt, mir da eine gute Vorlage geboten, die Atommeiler in Frankreich und Belgien sind ja nicht allzu gut erhalten und machen durchaus Probleme. Dass wir von denen jetzt teilweise aber deren Atomstrom beziehen, weiß nicht, passt aus meiner Sicht nicht hundertprozentig ins Bild. Und dritter Punkt, was man dazu davon halten kann, ist die andere Frage, aber es ist faktisch schon beschlossen, dass die EU-Kommission den Atomstrom inzwischen auch als grüne und klimafreundliche Energie anerkannt hat. Deswegen grundsätzlich halte ich das für den richtigen Weg, dass wir davon wegkommen, aber aktuell halte ich es aufgrund der gerade genannten Probleme für zu verfrüht, sodass ich sage, ich muss da mal was loswerden. Der deutsche Atomausstieg ist zeitlich gerade dumm. Genau. Das dazu, Oliver, wie gesagt, dazu könnten wir wesentlich länger diskutieren. Ich merke auch, so dass du Lust hättest, darauf noch einzugehen. Das machen wir jetzt ganz bewusst nicht. Wir werden jetzt über dich sprechen und über Amstetten sprechen. Wir werden mal ein bisschen lokal jetzt weiter reden. Du bist seit dem 1. November 2020 Amstettens Bürgermeister. Das Schöne ist, dass wir jetzt so ziemlich auf der Halbzeit deiner Amtszeit sind. Das heißt, wir können ganz klasse heute zurückblicken auf die erste Hälfte und eine Prognose geben, so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie geht's in Hälfte 2 weiter. Auch mit der spannenden Frage, ob du dich zu einer Wiederwahl aufstellen würdest. Das werden wir gleich auf jeden Fall erläutern und darauf eingehen. Lass uns doch zu Beginn kurz einmal erklären, wo haben wir uns kennengelernt? Ja, ist eigentlich, wie ich finde, eine witzige Geschichte. Wir haben uns nämlich beim Sport kennengelernt, und zwar in der Umkleidekabine. Ja. Ja, also ich hatte den Sport beendet, kam gerade unter der Dusche her und habe da einen Bekannten von mir getroffen in der Umkleide. Und dieser Bekannte wiederum war ein Bekannter von dir, denn du warst mal ehemaliger Schüler von dem Bekannten. Und so sind wir beide dann witzigerweise ins Gespräch gekommen und haben erstmal festgestellt, dass wir im gleichen Gym Sport treiben. Ja. Und so ist der erste Kontakt im Wesentlichen entstanden. Also eigentlich ganz witzig. Und beruflich auch ein bisschen verbunden sind, nicht aktuell, aber dein vorheriger Job ist mein aktueller Job, wenn man es mal etwas indirekt formulieren will. Genau, da hattest du mir auch noch einen lustigen Spruch gedrückt, dass aus mir trotzdem noch was werden könnte. So ist das. Auf dich, der jetzt Bürgermeister ist. Genau, ja, das war ganz witzig. Ich kam rein in die Umkleidekabine, weil für mich stand der Sport noch an. Du warst, wie gesagt, fertig. Blickte dann direkt auf meinen ehemaligen Lehrer, habe erst mit ihm gequatscht, dann kamst du unter der Dusche weg oder haben wir gequatscht. Das war auf jeden Fall ganz witzig. Und da war ich gerade in den Planungen der ersten Folgen für dieses Format, für diese Show und habe direkt, als ich dann auf dem Laufband war, gedacht, den Oliver, den musst du dir warm halten, den musst du da irgendwann nochmal ansprechen. Und dann habe ich mich getraut und du hast schönerweise zugesagt. Das freut mich sehr, deswegen cool, dass du da bist. Das finde ich sehr schön. Jetzt musst du aber mal erklären, wie bist du denn eigentlich zur Politik gekommen? Wie hat es angefangen? Also ich bin seit 2003 bei den Grünen in Amstetten aktiv gewesen und angefangen hat das damit, ein Freund von mir, der aus Münster kam und ich, wir haben uns auch immer sehr über aktuelle politische Themen unterhalten und irgendwann zu irgendeinem Thema hier in Amstetten, ich weiß gar nicht mal gerade welches, habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Und dann sagte der Freund von mir, wir unterhalten uns hier ständig und wir haben auch alle irgendwie Ideen, wie wir es anders und besser machen können. Geh du doch in die Politik, sagte er zu mir. Und dann habe ich ihm gesagt, das mache ich. Das Gleiche gilt aber auch für dich. Wir diskutieren ganz viel über Münsteraner Themen und auch du hast hohes Interesse, dass sich was verändert. Wenn du in die Politik gehst, dann gehe ich auch in die Politik. Und dann ist er in die FDP in Münster eingetreten und ich bei den Grünen in Amstetten. Und so bin ich dann zur Politik gekommen. Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher ganz klassisch in deinem Berufsbild unterwegs. Ich bin von Hause aus Versicherungskaufmann, war da im Außendienst, erst bei einem großen Industrieversicherer und dann anschließend bei hier einem in Münster ansässigen großen grünen Versicherer. Auch grün, genau. Auch grün, genau. Das eint uns beide.
Genau. Und war da zuständig für den ganzen Bereich private betriebliche Altersversorgung. Ah, ja. Mhm. Und habe da Geschäftsstellen betreut, vorher bei dem alten Unternehmen noch Außendienstmitarbeiter, die waren ein bisschen anders strukturiert. Das habe ich dann seit 99 gemacht und dann auch mit sowohl disziplinarischer als auch mit fachlicher Führung. Mhm. Ja, spannend. Darüber könnten wir auch eine halbe Stunde sprechen, weil mich das natürlich ganz konkret so auch mit meinem eigenen Blick auf den Beruf interessiert. Heute bleiben wir aber bei dem politischen Thema. Was ich ganz spannend finde, jetzt sagst du, bist dann 2003 bei den Grünen in Emstetten eingetreten. Wie fängt sowas an? Du musst dich ja dann da auch erstmal, ich sag mal, hocharbeiten, dann Namen machen, dich bewerben, also empfehlen, sage ich mal. Das, wie läuft sowas ab? Also hocharbeiten würde ich das jetzt erstmal nicht benennen. Mhm. Also du sprichst wahrscheinlich davon, dass man sonst so eine klassische Parteienkarriere macht. Mhm. Das ist ja bei uns Grünen hier, zumindest auf lokaler Ebene, war das nie gegeben. Also ich habe 2003 bei den Grünen angefangen, habe da reingeschnuppert, habe mir angehört, wie ticken die, was haben die für Standpunkte, und habe dann eben halt festgestellt, dass das größte Überschneidungspotenzial von meinen Werten, von meiner Haltung eben halt bei den Grünen liegt. Ich bin auch nicht mit allem zu 100% einverstanden, was die Grünen machen, aber ich glaube, das kann keiner, wenn er ehrlich zu sich ist oder sie ehrlich zu sich ist, behaupten. So, und dann habe ich mich 2004, nachdem ich ein Jahr mir das angeschaut habe, mitgelaufen bin, auch das ein oder andere an Aktionen mitgemacht habe, habe ich 2004 einen offiziellen Mitgliedsantrag unterschrieben und bin dann auch relativ schnell Sprecher der Grünen hier in Emstetten geworden. Also okay. Sprecher ist ja das Amt des Vorsitzenden. Das heißt, bei den Grünen Sprecher, das macht man immer gemeinsam mit einer Kollegin. Wir haben ja immer ein Sprecherteam. Mhm. Ja, und so bin ich. Bundesebene ja auch so, ne? Genau so ist es. Und das zieht sich eben halt runter bis auf die Kommunalebene. Und ich finde das auch gut, dass man sozusagen einen Unterschied zwischen Partei und Fraktion, also die im Stadtrat arbeiten, macht, weil man da auch oftmals unterschiedliche oder Positionen hat und gleichzeitig als Partei auch Dinge und Aktionen planen kann, die man als Fraktion möglicherweise nicht planen würde, um die politische Arbeit in dem Stadtrat nicht zu gefährden. So, dann bin ich eben halt sehr, sehr schnell Sprecher geworden, gemeinsam mit einer Kollegin, und habe mich dann, und das nennt man dann sachkundiger Bürger, war dann als sachkundiger Bürger, weil ich ja nicht im Stadtrat war, als sachkundiger Bürger war ich dann in verschiedensten Ausschüssen, im Sozialausschuss war ich war im Kulturausschuss, war auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Infrastruktur, also wenn es da um Baumaßnahmen etc. geht. Wohlgemerkt, alles immer neben deinem Hauptjob. Immer ehrenamtlich. Und das war mir persönlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich mich von Politik unabhängig mache. Also sprich, wenn ich mal irgendwann eines Tages sagen würde, ich habe entweder die Zeit nicht, keine Lust mehr, oder aber das, was die Partei, was die Grünen machen, gefällt mir nicht, ich ziehe mich zurück. Ich habe mich immer zu 100% natürlich auf meinen Job konzentriert und habe mein Wohlbefinden jetzt nicht davon abhängig gemacht, ob ich jetzt in der Politik bin oder nicht. Gleichwohl mit vollem Einsatz natürlich ehrenamtlich Politik betrieben. Ja, und so hat sich das dann über viele Jahre dargestellt, und auch aufgrund der Trennung, die Grünen haben, Amt und Mandat, also Mandat heißt Stadtrat, Amt heißt zum Beispiel Sprecher der Grünen, habe ich mich auch tatsächlich erst zur Kommunalwahl 2014 so aufstellen lassen, dass ich auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch in den Stadtrat gewählt werde. Wir haben wirklich beides strikt voneinander getrennt. Und dann war ich bis auf 2 Jahre durchgängig bis zu meiner Wahl als Bürgermeister auch Sprecher der Grünen. Die ersten 2 Jahre, 14, 15, 16, habe ich natürlich mein Sprecheramt abgegeben, weil wir trennen Amt und Mandat. Dann gab es aber aufgrund von Personalien oder personellen Problemen die Situation, dass der damalige Vorsitzende, der Sprecher, zurückgetreten ist. Er hatte tatsächlich berufliche Gründe, war so eingespannt, dass er das Amt nicht mehr ausüben konnte. Fand sich dann so schnell keiner, und dann hatte ich tatsächlich für 3 Jahre diese Doppelfunktion inne. Wir kommen ja jetzt zeitig schon, wenn wir von 15, 16 und so weiter sprechen, schon fast nahe jetzt zur Kandidatur. Da gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein. Ganz kurz vorher, du sagtest, wie gesagt, du bist dann bei den Grünen angefangen und hast da eine Art Praktikum, du hast es fast schon gerade genannt, gemacht, um mal reinzuschnuppern, ne? Was für Meinungen haben die, wie sieht das aus? Gab es auch andere Parteien, die dich interessiert haben, oder war das relativ klar, dass das in Richtung der Grünen gehen wird? Nee, das war von Anfang an klar, dass das in Richtung der Grünen geht. Also natürlich hat man auch bei anderen Parteien, bei anderen demokratischen Parteien das ein oder andere an Überschneidungspotenzial, aber die größte Schnittmenge, was mich, was meine Einstellung, meine Werte, meine Haltung betrifft, die gab es halt mit den Grünen, und deswegen war von vornherein klar, wenn, dann machst du bei den Grünen mit, zumal bei den Grünen hier auch
es so ist, dass du mitmachen kannst. Du musst nicht zwingend Parteimitglied sein, sondern du kannst dich da einbringen, wie du möchtest, wie du zeitlich kannst. Wirst zu nichts gezwungen, musst auch nicht etwas machen, um irgendetwas in der Partei zu werden, sondern das hat mir eben halt sehr, sehr gut gefallen, diese Ungezwungenheit, vorsichtig formuliert, gleichzeitig aber auch die Verbindlichkeit, aber diese Ungezwungenheit insbesondere und eben halt, ja, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken, die Diskussionskultur hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, bevor man zu einer Entscheidung gekommen ist, hat man wirklich versucht, möglichst alle Facetten durchzudiskutieren und dann hat man eine Entscheidung getroffen, die war in vielen Fällen war die auch einstimmig, aber es gab auch durchaus Punkte, wo es keine Einstimmigkeit gab, da gab es aber nie die Ansage, ihr müsst jetzt so abstimmen, sondern das konnte dann eben halt jeder für sich entscheiden. Das finde ich sehr vernünftig. Ich meine, so ein Diskurs muss es ja auch geben, ne? Davon lebt, finde ich, die Politik und so die Demokratie. Das wäre schwierig, wenn alle immer nur Einheitsbrei fabrizieren. So, und deswegen ist das auch für mich ein Grund gewesen, bei den Grünen mitzumachen, zumal ich auch eine grundsätzliche Abneigung, das sage ich ganz deutlich, gegen absolute Mehrheiten habe. Ja. Weil diese absoluten Mehrheiten eben halt dazu verführen, sozusagen in seinem Tunnel, in seinem Umfeld zu bleiben. Und ich finde ganz im Gegenteil, je breiter die Diskussion aufgestellt ist, desto eher hast du auch mal so ein Aha-Erlebnis, so sinngemäß, ja, stimmt, das habe ich eigentlich noch gar nicht bedacht. Da haben die anderen auch recht, das müssen wir mit berücksichtigen, wenn ich das mal so ausdrücke. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt rennt doch schon wieder die Zeit weg. Vor der Pause interessiert mich jetzt noch dringend. Du hast dann nach und nach verschiedene Ämter bekleidet, hast du gerade erklärt. Und dann kam es ja zur Kandidatur und letztlich zu der Wahl für dich als Bürgermeister 2020. Wie kam das zustande, dass du dich dafür hast aufstellen lassen? Also ich wollte es eigentlich nie werden, sage ich jetzt auch mal ganz deutlich. Aber nach der letzten Kommunalwahl 2014 in 15 war es dann so, da ist in einem Zusammenhang mit einer Entscheidung in Amstetten haben mich mehrere, weil ich eben da noch so im Übergang Sprecher war, nicht Sprecher, haben uns viele angesprochen, ihr müsst bei der nächsten Kommunalwahl eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten aufstellen. War das das erste Mal? Dass wir einen Kandidaten? Ja. Nee, wir hatten in den, weit vor meiner Zeit, okay. 80er, 90er, okay. Irgendwie sowas. Aber ihr müsst einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin aufstellen. Und dann kam dann irgendwann, nachdem ihr müsst eine Kandidatin, Kandidaten aufstellen, kam, das könntest du ja eigentlich wohl machen. Ich sage, nee, lass mal, ne? So, alles gut. Aber da haben mich dann mehrere drauf angesprochen und dann kommt man natürlich auch ins Überlegen. Und schlussendlich, um es abzukürzen, war es dann so, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, wenn du was verändern möchtest, wenn du was in die deiner Meinung nach richtige Richtung schieben möchtest, dann musst du in die erste Reihe, also ist die Kandidatur damit zwangsläufig. Und die Entscheidung ist dann 4 Jahre vor der Kommunalwahl gefallen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt selbstständig, hatte eine eigene Firma mit einem Geschäftspartner. Und ich habe dem Geschäftspartner dann seinerzeit auch gesagt, mach dir Gedanken, ich möchte Bürgermeisterkandidat für die Grünen werden. Das hat dann nicht nur Auswirkungen in dem Jahr des Wahlkampfes, weil dann bin ich natürlich auch auf viel Termin, sondern wir müssen auch unsere Firma vorbereiten, weil wenn ich gewählt werde, dann bin ich hier raus. Also denk das bitte bis zum Ende. Ich sag, besprich das mit deiner Frau und dann gib mir mal Bescheid. Er hat dann relativ schnell gesagt, er trägt das mit. Und dann haben wir unsere Firma 4 Jahre lang vorbereitet, einen Nachfolger aufgebaut, ohne dass er wusste, warum er jetzt plötzlich auf Seminare musste oder Führung in der Geschäftsstelle übernehmen sollte. Und so haben wir dann die Firma auch optimal vorbereitet, sodass ich dann am 30.10. oder 31.10., ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage der Oktober hat, aus der Firma. 31.10. Genau, der 31.10. bin ich dann aus der Firma ausgeschieden und bin dann einen Tag später ins Bürgermeisteramt eingestiegen. Verrückt, ja. Ja. Aber sehr spannend. Da werden wir gleich auf jeden Fall weiter drauf eingehen. Oliver, danke nochmal, dass du mein Gast bist. Das macht sehr viel Freude. Wir machen da gleich weiter, aber jetzt eine kurze Pause. Bis gleich. Pause. Da schreibt sich P wie posttraumatische Belastungsstörung, A wie Antischuppenshampoo, U wie Unterlippenbehaarung, S wie Sebastian und E wie Ende. Apropos Ende. Die Pause hat nun auch ein Ende. Weiter geht's. So, wir melden uns zurück. Folge 7 von Ich muss da mal was loswerden mit unserem heutigen Gast Oliver Kellner, Bürgermeister von Amstetten. Oliver, wir haben gerade vor der Halbzeit zuletzt darüber gesprochen, wie es zu deiner Kandidatur kam und letztlich auch dann
dazu, dass du gewählt wurdest. Beschreib mir doch mal den Moment, als die Wahl öffentlich wurde oder das Ergebnis vielmehr, dass klar war, du bist jetzt Bürgermeister. Was ist das für ein Gefühl? Wie reagiert man da? Also es ist zunächst mal ein Gefühl, wie soll ich sagen, man kann es erstmal gar nicht glauben. Also man registriert, man hat die Wahl gewonnen. Was das für Konsequenzen und für Dinge nach sich zieht, das nimmt man in dem Moment erstmal gar nicht wahr. Erst zunächst mal ist man noch voller Anspannung, voll unter Adrenalin, weil ich ja auch alles im Wahlkampf dafür gegeben habe. Ich wollte ja gewinnen und insofern war auch mein Einsatz entsprechend. Und richtig registrieren tut man das tatsächlich erst 1-2 Tage später, wenn man drüber geschlafen hat. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Zumal einem nach so einem Wahlamt, also der Sonntag, da ist einem eher so danach, jetzt brauchst du erstmal eine Woche Urlaub, am liebsten irgendwie eine Woche durchschlafen oder ähnliches. Die wirkliche Arbeit ging aber sofort am Tag danach los, weil dann ist klar, so, du bist jetzt noch irgendwie 5 Wochen in deiner Firma, in 5 Wochen trittst du das Bürgermeisteramt an und dann geht die Arbeit erst richtig los und dann ist nochmal die Anspannung ist durchgängig hoch gewesen. Aber wo hast du konkret davon erfahren? Man kennt es ja auf Bundesebene, dann sieht man das auch im Fernsehen, sind die in einer Parteizentrale, wo die zusammenkommen und dann um 18 Uhr werden die Ergebnisse öffentlich. War das bei dir, bei euch auch so, dass man in der Parteizentrale sich irgendwie trifft oder wie läuft das? Ja, wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt keine Parteizentrale oder kein Büro, sondern wir haben tatsächlich im CDU gesessen und haben uns dann die Ergebnisse nach und nach angeschaut, wenn also die Wahlkreise eingeflogen sind. Und dann war ja relativ zum Schluss klar, das waren, glaube ich, noch der Briefwahlbezirk, irgendein Briefwahlbezirk musste noch ausgezählt werden. Und da war eigentlich klar, wenn die so wählen wie alle anderen vorher, dann sollte es reichen. Und dann reichte es am Ende auch und dann bin ich gemeinsam mit der Sprecherin der Grünen und dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen ins Rathaus gegangen, weil da war natürlich dann großes Treffen, logischerweise. Ja, ja. Okay, du hast gerade die nächste Frage im Prinzip selber schon ein bisschen beantwortet eben, welche Konsequenzen das dann für deinen alten Job hatte. Also konkret, du hast ihn aufgeben müssen, nicht müssen, du hast ihn aufgegeben. So ist es. Das heißt, in der Selbstständigkeit da dich auch aus dieser Firma verabschiedet. Ist dir das schwer gefallen? Das ist mir sehr schwer gefallen. Der letzte Tag, ich weiß es noch genau, der erste Amtsantritt war ein Sonntag. Der 30. war dann sozusagen der offiziell letzte Arbeitstag und da habe ich mich dann vormittags verabschiedet von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, von meinem Geschäftspartner und der Tag war danach auch gelaufen. Also mit mir konnte man dann freitags nachmittags auch nichts mehr anfangen. Ich wollte eigentlich die letzten privaten Sachen rausholen, das habe ich dann samstags gemacht, aber der Tag war dann gelaufen. Weil es sehr emotional war. Total. Ja. Total. Ja, sehr gut verständlich, auf jeden Fall. Hand aufs Herz, gibt es Tage, an denen du den Job auch noch vermisst oder bist du komplett jetzt in einer anderen Welt? Und auch das ist ein Prozess gewesen, gebe ich auch unumwunden zu. Also dieses Loslassen, das Alte loslassen, sich auf das Neue einlassen. Natürlich habe ich mich sofort auf das Neue eingelassen, aber das Alte holt einen dann immer ja auch wieder ein Stück weit ein. Und am Anfang hast du gar keine Zeit, über das Alte nachzudenken, weil alles ja mehr oder weniger neu ist. Aber das hat so anderthalb. Dieser Prozess hat länger gedauert, als ich vorher gedacht habe. Aber ich bin jetzt zu 100% angekommen, fühle mich pudelwohl in dem Job und kann nach 2,5 Jahren jetzt wirklich sagen, dass das Loslassen schwieriger war, als ich es mir im Vorfeld vorgestellt habe. Aber ich habe mich zu keiner Zeit, muss ich aber auch direkt dazu sagen, habe mir zu keiner Zeit die Frage gestellt, Mensch, wärst du doch jetzt selbstständig geblieben oder ähnliches? Nee, das habe ich zu keiner Zeit. Also insofern, ich bin angekommen, fühle mich pudelwohl und mache den Job total gerne. Sehr gut, so soll es sein, auf jeden Fall. Wenn wir dann auf die ersten Tage blicken, als du dann ins Rathaus, sage ich mal, eingezogen bist, so kann man es ja wirklich dann nennen, ne? Du hast das Büro dann bezogen, da gibt es ein Büro für den Bürgermeister, nehme ich an. Die Mitarbeiter dort vor Ort, die lernt man dann erst kennen, die werden ja nicht ausgetauscht, die bringen es ja nicht mit, die haben vorher schon da gearbeitet. Naja, das ist ja sowohl als auch. Also aus meiner politischen Arbeit kannte ich natürlich einige Mitarbeitende aus der Verwaltung. Ich kannte auch einige Mitarbeitende aus dem Gym. Also auch ganz witzig. Ich bin vorher viel in der Stadt unterwegs gewesen, beim Einkaufen, beim Sport, auch Badminton im Verein gespielt etc. Also ich kannte durchaus einige Mitarbeitende. Viele kannte ich natürlich nicht. Die habe ich dann da auch erst kennengelernt. Und ich bin ja am 1.11.20
angetreten und ab dem Tag war ja bundesweiter Lockdown, wenn du dich noch entsinnst. Und der war sogar relativ lange, ich meine bis Mai oder Juni. Der war lang, ja. Und dieser Lockdown hat zumindest, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber hat zumindest sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich sehr schnell in der Verwaltung angekommen bin, weil alle repräsentativen Termine fielen ja aus. Mhm. Es gab keine Außentermine, mhm. Das, was ich auch gleichzeitig sehr bedauere, muss ich dazu sagen, weil genau das macht den Job ja auch aus, dieser Kontakt zu Menschen, die Gespräche mit Menschen etc. Das fehlte komplett, hat mir aber dann auch geholfen, sehr, sehr schnell in der Verwaltung anzukommen. Mhm. Und auch die Mitarbeitenden, gerade weil es ja auch eine herausfordernde Situation war, Lockdown, wir waren in der Corona-Hochzeit, keiner wusste so recht, was macht das Virus mit einem, was müssen wir machen, war natürlich auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Gelegenheit zu schauen, wie arbeiten die Mitarbeitenden untereinander, miteinander etc., wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe im Rathaus. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, sehr, sehr schnell auch und das auch wirklich schneller als gedacht, im Rathaus, in der Verwaltung anzukommen. Mhm. Und jetzt stelle ich es mir vor, mal ganz konkret, du kommst jetzt ins Rathaus rein und dann auch in dein Büro. Warst du das erste Mal in diesem Raum oder war man für den vorherigen Termin dort mal zu Gast in diesem Raum oder warst du das erste Mal dann in diesem Raum? Ich war zum ersten Mal in dem Raum. So, wie ist dieser Moment? Ich glaube, man stellt es sich jetzt vielleicht theoretisch wesentlich spektakulärer vor, als es vielleicht praktisch ist. Aber ich meine, ist das nicht auch eine Situation der Realisierung, dass du reinkommst und merkst, okay, jo, ich habe es geschafft, ich bin jetzt hier tatsächlich der Bürger. Naja, der nicht als ich in das Büro gekommen bin, sondern das Büro hat ja ein Vorzimmer, da wo meine Assistentin sitzen. Das erhabene Gefühl, würde ich mal sagen, bestand schon vorher, wenn du ins Vorzimmer gehst, weil nämlich da stand auf dem Schild links erster Beigeordneter Elmar Leuermann, dann die beiden Assistenten und rechts stand Bürgermeister Oliver Kellner. Ah ja, okay. Das war erhaben. Ja, also, das Büro selber relativ ernüchternd, ist halt ein Büro mit Schreibtisch und solchen Geschichten, aber alleine der Gang ins Vorzimmer, das war ein sehr erhabener Moment. Sehr spannend. Okay, ihr Lieben, ich habe es noch gar nicht dazu gesagt, aber ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, im Schnitt werde ich natürlich auch hier wieder ein paar Fotos einfügen, die ich von offizieller Seite der Stadt Emstetten auf Social Media gefunden habe, als auch von deiner privaten Seite. Du hast mir ausdrücklich erlaubt, ich darf da den Content nutzen. Also da werde ich ein bisschen was im Schnitt auch einfügen für euch zum Nachschauen. Unter anderem spannende Themen, dass wir mit der Blumenstraße die erste Fahrradstraße in Emstetten haben, dass wir die Spiele- und Freizeitbox auf Hof Deitmar haben, die Finalisierung der Emstettener Glasfaseranschlüsse und so weiter. Also ein bisschen was werde ich da auf jeden Fall einbauen. Jetzt hast du es gerade eben angesprochen, dass der Job mit sich bringt, dass man viel auch natürlich auf Bürgerinnen und Bürger trifft, dass man mit ihnen spricht und so weiter. Aber ganz ehrlich, gibt es nicht auch Momente, wo einen das auch mal nervt, in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn man ins Gym geht und dann jemand Neues da kennenlernt, der ihn fragt, ob man in einer Show teilnehmen will oder beim Einkaufen immer angesprochen wird. Also gibt es da nicht auch Momente, wo man mal lieber ein bisschen inkognito unterwegs ist, wo man nicht direkt erkannt wird, sage ich mal? Also diese Situation war mir ja vorher klar, als ich mich für die Kandidatur entschieden habe. Mir war also klar, dass es, wenn du Bürgermeister bist, dass es keine, also zumindest hier in Emstetten, keine Privatperson Oliver Kellner mehr gibt, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Ja. Im Gym hat sich's jetzt mittlerweile so herausgestellt, wenn ich meine Übung mache mit Kopfhörer und Musik, dann ist das wahrscheinlich ein unausgesprochenes Agreement, den sprechen wir dann nicht auf städtepolitische Themen an. Da lassen die mich wirklich in Ruhe, das finde ich auch super. Und beim Einkaufen ist es so, wenn ich keine Zeit habe und muss irgendwie ganz schnell Dinge einkaufen, dann gehe ich halt einkaufen zu einer Zeit, wo ich wenig treffe, aber in der Regel bin ich einkaufen, also sag mal die beiden Markttage, Mittwochs und Samstags, auch zu einer Zeit, wenn ich keine anderen Termine habe, wo eben halt viele da sind, weil dann will ich auch angesprochen werden. Mhm. Und es vergeht auch keinen Markttag, wo ich nicht ohne irgendwelche Anregungen ins Rathaus gehe, die ich dann weiter delegiere, um zu gucken, können wir das umsetzen oder was ist da nicht richtig gelaufen oder ähnliches. Das will ich dann auch so. Verstehe ich, ja. Das ist also auch, insbesondere der Samstag, ist dann auch sowas, ich nenne das immer so, so eine unausgesprochene Bürgermeister-Sprechstunde. Wenn ich dann bei Pilo am Kaffeestand stehe, dann wissen die Leute auch, können sie mich ansprechen, oh ja, und dann stehe ich auch Rede und Antwort. Ja. Aber andersrum fand ich schön, als du gerade gesagt hast, wenn du im Gym dann die Kopfhörer drin hast, dass du dann beim Sportmachen in Ruhe gelassen wirst. Ich war mal bei der Tante meiner Ex-Freundin in Hamburg zu Gast vor etlichen Jahren. Und weißt du, wer da gegenüber wohnt? Die Sängerin Nena. Hm.
ja, die immer noch den einzigen deutschsprachigen Nummer 1 Hit in den USA in den Billboard Charts hatte. Und die, da habe ich mich auch gefragt, ey, wie verrückt ist das? Das ist fast schon eine Art Weltstar, zumindest auch in Deutschland ein großer Star. Läuft da auch rum und ist am Joggen und so weiter, wohnt direkt gegenüber. Ist das hier nicht für die Nachbarn ein großes Ding und keine Ahnung? Aber nee, genau wie du sagtest, das ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Die wohnt hier, die will auch ihre Ruhe haben und das respektiert man auch. Man grüßt sich vielleicht auf der Straße, aber man quatscht die nicht an, fragt die nach Selfies, sondern respektiert da auch ihre Privatsphäre. Das finde ich auch sehr richtig. Jetzt können wir ein bisschen den Rückblick geben, Oliver, auf die letzten 2,5 Jahre. Du hast sehr, sehr viel, oder ihr habt sehr, sehr viel, das ist ja immer eine Teamleistung auch, ihr habt sehr, sehr viel umgesetzt in den 2,5 Jahren. Was sind so die vielleicht, wenn du es jetzt irgendwie zusammenfassen kannst, auch mit Blick auf die Uhr, so die 2, 3 dir größten Erfolge, die du am ehesten wertschätzt, auf die du stolz bist, was ihr umsetzen und schaffen konntet? Ja, ich würde gerne vorab noch 2, 3 Sätze sagen, und zwar die 2,5 Jahre waren ja alles andere als eine normale Zeit. Es fing ja an mit dem Corona-Lockdown, dann kam der Ukraine-Krieg dazu, eine mögliche perspektivische Energiemangellage, auf jeden Fall die Energiepreissituation, generell das Thema Inflation, ja. Alles gleichzeitig, also ganz anders wie in der Vergangenheit, wo wir mal eine Krise hatten, abgearbeitet, dann ging es normal weiter, alles gleichzeitig, teilweise sich gegenseitig verstärkend. Und da muss ich erstmal sagen, du hast es richtigerweise gesagt, das ist eine Teamleistung. Also da bin ich auch auf meine Mitarbeitenden in der Verwaltung echt stolz, dass sie diesen schwierigen, harten und auch sehr, sehr aufwendigen Weg mitgegangen sind. Gleichwohl haben wir es, ich bin der festen Überzeugung, dass in jeder Herausforderung, ich sage jetzt mal bewusst nicht Krise, in jeder Herausforderung auch Chancen liegen. Und diese Chancen gedenke ich eben halt zu nutzen. Das Thema Corona hat dazu geführt, dass ich das Thema Digitalisierung deutlich vorangetrieben habe. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, Glasfaser. Ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass wir nächsten Jahres, also 2024, zu 100% in Emstetten verglasfasert sind. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, das ist durch viele Gespräche gelungen. Wir haben das Thema Schuldigitalisierung vorangetrieben, aber insbesondere auch das Thema Verwaltungsdigitalisierung vorangetrieben. Du siehst mich hier mit meinem Dienst-Tablet. Du wirst bei mir auf dem Schreibtisch keine Akte, kein Papier sehen. Ich bin nur noch komplett digital unterwegs. Das hat nochmal einen Schub gegeben. Das zweite Thema, worauf ich wirklich sage, stolz bin, ich habe das Thema Bürgerbeteiligung auch nochmal massiv vorangetrieben. Wir haben einen Zukunftsprozess aufgelegt, der heißt Emstetten 2038. 38 deswegen, weil wir dann 100 Jahre Stadtrechte haben. Und da war so die Fragestellung, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, wie wollen wir wohnen. Auch unter ganz, ganz breiter öffentlicher Beteiligung. Und da haben wir dann im Ende Dezember letzten Jahr, da haben wir jetzt dieses Jahr im Juni den Ratsbeschluss zu einer grundsätzlichen Ausrichtung unseres Tun und unseres Handelns hinbekommen. Und da, wie gesagt, ganz, ganz breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, und zwar von jung bis alt. Sehr gut, ja. Ne, die Vereine mit eingebunden, die Wirtschaft war mit eingebunden, etc. Und wir haben Ende Dezember letzten Jahres, ich kann nur wenige Beispiele nennen, weil es gäbe vieles zu erzählen. Ende Dezember letzten Jahres unser integriertes Mobilitätskonzept verabschiedet. Und auch das mit breiter Beteiligung. Und da sind jetzt schon viele Dinge, unter anderem die erste Fahrradstraße. Wir haben ja mittlerweile 2 Fahrradstraßen. Ach so, okay. Goldberg, welches auch noch dazu gehört. Okay. Werden jetzt viele Maßnahmen aus diesem integrierten Mobilitätskonzept, das auf Wünschen, Bedürfnissen und Bedarfen aus der Beteiligung heraus entstanden ist, werden wir jetzt in den nächsten Jahren umsetzen. Und wo ich persönlich sehr, sehr stolz drauf bin, ist, wir hatten gerade am Anfang mit deiner Atomenergie die Situation, da haben wir über das Thema Energie gesprochen. Ja. Wir haben allerdings auch über das Thema CO2-Neutralität, Treibhausgasemissionen etc. Wir haben jetzt im Juni einen einstimmigen Ratsbeschluss, habe ich bekommen, und darauf bin ich besonders stolz, dass wir auch bis spätestens 2038 klimaneutral werden wollen. Und dazu sind jetzt entsprechende Maßnahmenpakete auf den Weg gebracht. Da werden wir jetzt in den nächsten Jahren massiv dran arbeiten, dass uns das hier auch gelingt. Sehr stark. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Sehr gut. Ja, ich glaube, das muss das doch was total Schönes sein. Ich glaube, dieser Job ist extrem hart. Du machst da sehr, sehr viel, bringst sehr viel Einsatz. Aber dass man dann auch in solchen Momenten auch sieht, wofür tut man es denn? Ne? Weil man dann auch da die Erfolge hat, nicht die persönlichen Erfolge, so meine ich es nicht, sondern dass man was tut, was besser macht für den Ort. Das ist echt was Schönes. Ganz kurz, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, Nena mit 99 Luftballons war nur auf Platz 2 der Billboard Charts. Falco war auf 1, aber das musste ich kurz korrigieren. Fiel mir gerade so ein. Jetzt wieder zurück zu dir.
Das waren die Erfolge der letzten 2,5 Jahre. Jetzt interessiert mich Hand aufs Herz, was ist so deine größte Niederlage? Was schmerzt dich? Was ist vielleicht nicht umgesetzt worden, was dir wehtut? Ja, das war direkt, das war direkt die erste Ratssitzung. Wir haben ja hier in Amstetten seit gut 40 Jahren ein Thema, das heißt das Thema der Westumgehung. Ja. Und ich habe im Wahlkampf mich immer dafür eingesetzt, wie im Übrigen alle meine Kolleginnen und Kollegen, die sich um das Amt beworben haben, wir wollen die Bürger dazu befragen, die Bürgerschaft dazu befragen. Und das ist mir jetzt tatsächlich in der ersten Ratssitzung nicht gelungen, eine Mehrheit dafür zu bekommen, die Bürgerinnen und Bürger in Amstetten dazu zu befragen. Mhm. Ich habe das aktiv vorgeschlagen, lass uns sowas wie eine Bürgerbefragung machen. Und die ist halt mit nur einer knappen Mehrheit, muss man allerdings dazu sagen, die ist mit einer knappen Mehrheit gescheitert. Und das ist für mich, das schmerzt, das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Weil das Ganze hätte die Chance bestanden, das von ideologischen Diskussionen runterzubrechen, sondern da mal die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Und das nicht immer nur zu einem Wahltermin, zu einem Kommunalwahltermin, sondern eben halt auch mal außerhalb der Reihe. Und das ist nicht gelungen und das hat mich schon geschmerzt, gebe ich ganz unumwunden zu. Das kann ich verstehen, ja. Jetzt haben wir gesagt, Halbzeit, wir haben gerade einen Rückblick gegeben auf die bisherigen positiven wie negativen Erinnerungen daran. Wir kommen auf jeden Fall über die üblichen 30 Minuten und meine Show mal drüber, das merke ich schon, werde schon leicht nervös. Aber es ist, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit dem Bürgermeister zu sprechen, dann will ich das auch umsetzen. Deswegen kann es sein, dass wir jetzt vielleicht noch eine zweite Pause einbauen müssen und einen dritten Teil produzieren, dass wir durchkommen mit den Fragen. Lass uns jetzt mal eine Prognose nach vorne geben. Wie geht's weiter in den nächsten 2,5 Jahren? Also erstmal hoffe ich weiter so gut wie bisher auch, um es mal ganz deutlich zu sagen, denn ich finde, wir haben in den 2,5 Jahren trotz der vielen Herausforderungen, die ich eben beschrieben habe, eine Menge erreicht, eine Menge auf den Weg gebracht. Und jetzt gilt es natürlich in den nächsten Jahren erstmal darum, genau das, was wir jetzt verabschiedet haben, auch abzuarbeiten, auf den Weg zu bringen. Also tatsächlich zu sehen, wir haben nicht nur einen Beschluss, sondern es geht auch in die konkrete Umsetzung. Darauf wird jetzt auch der Fokus liegen. Und da werde ich alles für tun. Das wird nämlich auch politische Beschlüsse erfordern. Das wird auch finanzielle Mittel erfordern, weil das eine oder andere kostet eben halt auch Geld. Mhm. Ist aber nach meinem Dafürhalten gut investiertes Geld, weil es uns erstens hilft, zum Beispiel bei dem klimaneutralen Konzern, uns da nicht nur auf den Weg zu machen, sondern eben halt auch unseren Beitrag dazu, um die globalen Ziele zu erreichen, zu erzielen, aber es wird auch wirtschaftlich helfen, weil es eine deutliche Folgekostenreduzierung nach sich ziehen wird. Mhm. Wenn wir also beispielsweise auf fossile Energien verzichten werden zukünftig, weil Gas wird perspektivisch nicht so billig sein, wie wir es vor 2 Jahren noch hatten, sondern wird perspektivisch eher teurer sein. Ja. Und also nur das als Beispiel. Ne? Genau. Und es wird auch darum gehen, sowieso generell Energie zu reduzieren, also sprich Energie einzusparen, auch da, das wird ist ein Teil des Projektes. Und bei diesem Zukunftsprozess wird es eben halt genau darum gehen zu sagen, was müssen wir jetzt alles konkret tun, um im Jahr 2038 genauso gute Voraussetzungen zum Leben, zum Wohnen, zum Arbeiten zu haben, wie wir sie heute haben. Also was hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen, damit die es auch so gut haben, so nenne ich das jetzt mal, wie wir es Stand heute haben. Darum wird es im Wesentlichen gehen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe als Bürgermeister an. Das klingt gut, auf jeden Fall. Oliver, wir gehen tatsächlich nochmal in eine Pause und machen den dritten Teil, das erste Mal in der Geschichte meines Formats. Aber gib mir ganz kurz vorher und allen Zuschauern, Zuhörern, wie auch immer, eine... ich weiß, das ist ein bisschen fies, wenn man das bei sich selber sagen muss, aber ich möchte eine Benotung haben der aktuellen Amtszeit ohne Erläuterung. Dafür haben wir jetzt die Zeit nicht. Gib mir mal eine Note. Eine gute 2. Gute 2. Sehr schön. So, apropos 2, wir haben 2 Teile schon produziert. Teil 3 kommt gleich nach der Pause. Bleibt dran, bis gleich. Pause. Da schreibt sich P wie posttraumatische Belastungsstörung, A wie Antischuppen-Shampoo, U wie Unterlippenbehaarung, S wie Sebastian und E wie Ende. Apropos Ende, die Pause hat nun auch ein Ende. Weiter geht's.
Ja, dass ich das mal sagen würde, Teil 3 von Folge 7 von Ich muss da mal was loswerden, ist jetzt dran. Und vor mir sitzt also immer noch Amstettens Bürgermeister Oliver Kellner und wir sprechen weiter über dich und über dein Amt. Wir haben zurückgeblickt auf die letzten 2,5 Jahre, wir haben eine kleine Prognose gegeben auf die nächsten 2,5 Jahre. Wie geht's denn danach denn weiter? Wirst du dich potenziell für eine Neuwahl, eine Wiederwahl aufstellen lassen? Ja, das werde ich definitiv. Und dafür werde ich auch alles tun, weil dafür ist einfach eine Legislatur oder eine Amtsperiode zu wenig, um auch messbar Erfolg oder eben halt auch messbar Misserfolg. Das gehört ja auch dazu, wenn man Dinge umsetzt, wenn man Dinge initiiert, dann ist nicht alles erfolgreich, kann auch nicht so sein, aber wichtig ist ja, wie geht man damit um? Und ich habe schon jetzt in den letzten 2,5 Jahren vieles Neues ausprobiert. Ich habe auch vieles hinterfragt. Neues ausprobiert im Sinne von zum Beispiel so eine Geschichte wie Tiny Houses. Da haben wir eine Bürgerbefragung gemacht mit einer überwältigenden Resonanz. Ich habe Veranstaltungsformate hinterfragt. Neues Empfang der Stadt. Corona-bedingt hat es den 2 Jahre nicht gegeben. Also habe ich gesagt, wie könnte man so eine Veranstaltung machen, ohne dass man da aufgrund... Das war immer Winter, zweiter Sonntag im Januar oder erster Sonntag, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall warst du gezwungen, drinnen was zu machen. Mhm. Und durch die Corona-Beschränkung keine Chance. Richtig. Also habe ich mir überlegt, lass uns doch mal ein Format ausprobieren, was wir garantiert draußen machen können, zumindest von der Jahreszeit her. Und daraus ist ja das Frühlingsfest entstanden, was jetzt 2 Jahre hintereinander stattgefunden hat. Und es ist ein offenes Fest, also nicht mit Einladung, sondern ein offenes Fest. Jede Bürgerin, jeder Bürger, jedes Kind kann kommen. Mhm. Und das war jetzt 2-mal hintereinander mit einer überwältigenden Resonanz auf Hof Deitmar. Klammer auf, für etwas kann ich nicht, nämlich in beiden Tagen war das Wetter super. Das ist natürlich, wenn du eine Draußenveranstaltung machst, immer mehr als die halbe Miete. Aber das sind so Dinge, die würde ich gerne weiter ausprobieren, auch mal neue Wege gehen, die Scheuklappen, die wenigen, die noch da sind, auch einfach mal aufbrechen. Deswegen trete ich auf jeden Fall nochmal an und werde auch alles dafür tun, dass ich nochmal wiedergewählt werde. Klares Statement. Könnte jetzt auch noch etwas anbringen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist. Schieß los. Ich habe mal einmal was ganz Interessantes gelesen von, vor kurzem ist ja Henry Kissinger 100 Jahre alt geworden. Man kann zu dem stehen, wie man will, aber er hat etwas sehr, sehr Wahres gesagt und da habe ich mich komplett wiedergefunden. Ich habe als Bürger, und ich projiziere das jetzt mal auf mich, das Gleiche gilt im Übrigen aber auch für die gewählten Politikerinnen und Politiker, so will ich es vielleicht mal sagen. Du hast eben halt mit dem Mandat, was dir die Bürgerinnen und Bürger geben, du hast eine beschränkte Zeit, die Stadt, also ich jetzt auch als Bürgermeister, die Stadtgesellschaft auf die Zukunft vorzubereiten. Mhm. So, und dann gibt es eben die besondere Thematik, wenn du zu sehr ideologisch an dieses Amt rangehst, dann besteht immer die Gefahr, dass du die Gesellschaft überforderst. Wenn du die Gesellschaft aber nicht forderst, also auch mal Dinge auszuprobieren, sich mit Dingen zu beschäftigen, die so jenseits der Komfortzone sind, dann wirst du die Gesellschaft nicht gut auf die Zukunft vorbereiten. Und diesen Drahtseilakt zu beschreiten, dieses Dilemma zu begehen, das ist die große Kunst und deswegen, und dafür sind 5 Jahre eben halt nach meinem Dafürhalten zu wenig und deswegen, wie gesagt, trete ich auch nochmal an. Genau, klare Ansage. Wann starten für sowas die Vorbereitung? Also Wahlkampf ist ja immer, so wie ich es verstanden habe, aber dass man klar mit einem Plan daran geht, gibt es da eine Idee? Nee, die gibt es tatsächlich nicht, damit beschäftige ich mich momentan auch nicht. Also ich würde mal behaupten, ich als Bürgermeister bin ja mit Amtsantritt im Fokus der Öffentlichkeit und alles, was ich mache, alles, was ich sage, wird nachher auch, sprich wahrscheinlich im September 25, mit in die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger einfließen. Hat das gut gemacht, dann bekomme ich das Kreuzchen nochmal von denen. Hat das nicht gut gemacht, dann wird hoffentlich jemand anders eine gute Kandidatin oder guter Kandidat gewählt. Also insofern würde ich mal sagen, als Bürgermeister bist du permanent in irgendeiner Form im Wahlkampf und über alles andere habe ich mir überhaupt noch keinen Kopf gemacht. Gebe ich unumwunden zu. Ehrliche Antwort, ja, finde ich gut. Angenommen, das klappt nicht mit der Wiederwahl. Wie geht es dann für dich weiter beruflich? Keine Ahnung, auch das weiß ich nicht, weil auch darüber mache ich mir keine Gedanken. Erstmal tue ich alles dafür, dass ich wiedergewählt werde. Sollte das nicht klappen,
werde ich mir dann zu dem Zeitpunkt Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner beruflichen Qualifikation und auch aufgrund meines Wissens und meiner Fähigkeiten immer wieder einen Job finden werde, den ich dann ausüben kann. Aber da mache ich mir jetzt auch überhaupt gar keine Gedanken. Also wenn die Frage lautet, hast du einen Plan B für den Fall der Fälle? Nein, habe ich nicht. 100% Einsatz. Ja, okay, finde ich gut. Jetzt sind wir sehr politisch gewesen. Macht Sinn, wenn man einen Blick auf deinen Job richtet. Jetzt interessiert mich aber auch, wie tickt der Privatmensch, Oliver Kellner? Was sind deine Hobbys? Was machst du in der gering bemessenen Freizeit gerne? Was macht dich sonst aus, neben deinem Amt? Naja, das eine haben wir ja ganz zu Anfang schon besprochen. Also mein zentraler Ausgleich, gebe ich unumwunden zu, ist der Sport. Ja. Also der Sport gibt mir eben die Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen, mal auf andere Gedanken zu kommen. Deswegen treibe ich auch in der wenigen Zeit, die ich habe, Sport unter anderem. Des Weiteren, ich koche sehr gerne. Ne? Also ich bin auch eingebunden in einem Freundeskreis, der politisch nicht aktiv ist. Sehr politisch gut. Interessiert natürlich, aber politisch eben nicht aktiv. Und wenn ich da mal bei einem Treffen, einer Zusammenkunft, sei es Geburtstag oder einer Feier, sage hier, ich bin jetzt heute der Olli und nicht der Bürgermeister, dann auch da wird das akzeptiert, dann wird eben halt gefeiert. Also insofern, das ist für mich da auch, und ich lese eben halt sehr gerne. Ne? Das ist und so. Ich bin ja alleinstehend, also insofern das Thema Familie, so mit eigenen Kindern etc. spielt jetzt keine Rolle, aber ich komme eben halt durch Sport, Kochen, Lesen. Zwei ganz schnelle Fragen. Lieblingsgericht? Boah. Hau was raus. Bitte? Hau was raus. Lieblingsgericht. Saisonal abhängig. Also, okay, dann aktuell im Sommer. Aktuell im Sommer. Also jetzt gerade abgelaufen, könnte ich dir sagen Spargel. Also Spargel in allen Variationen. Lieblingsbuch? Lieblingsbuch ist tatsächlich so aus den letzten 2 Jahren von Benjamin Meyers Offene See. Mhm. Kenne ich nicht. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Literarisch hervorragend geschrieben. Okay. Schreibe ich mir auf, ja, okay. Gut, so, Oliver, jetzt haben wir, oder ich habe in diesem Format eine Abschiedsfrage, die ich jedem Gast stelle, beziehungsweise in Staffel 1 war es eine andere als jetzt in Staffel 2. Aber auch diese Frage möchte ich zum Ende hin, weil wir sind deutlich über der Zeit, aber wie gesagt, das haben wir heute gerne investiert, das hat mir Freude gemacht. Diese Frage möchte ich auch dir stellen. Du hast ja gesagt, du bist kinderlos, aber angenommen, du hättest Kinder, welche Werte würdest du ihnen weitergeben? Welche sind dir wichtig? Also eine grundsätzliche Offenheit ist mir sehr, sehr wichtig. Also Offenheit im Sinne von auch mal eigenes auszuprobieren, eigene Wege zu gehen. Auf jeden Fall nicht in die Fußstapfen des Vaters oder der Mutter zu treten, auch vielleicht mal bewusst andere Wege zu gehen, offen gegenüber anderen, nicht nur im Sinne einer Toleranz, sondern auch im Sinne einer Empathie. Wichtig ist mir auch, wäre mir, lernbegierig zu bleiben, ne? Also nicht sich mit dem zufrieden zu geben, was man da jetzt irgendwie gerade an Wissen oder Ähnlichem hat. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn man Fehler macht, dazu zu stehen. Also Fehler auch offen anzusprechen und sie nicht zu vertuschen, nicht zu verheimlichen. Wir als Kinder, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber natürlich hat man Fehler ungern zugegeben. Man hat auch nicht aktiv die Eltern angesprochen, du Papa, ich habe jetzt hier gerade immer irgendwie Mist gemacht, sondern man hat immer nur gehofft, oh, hoffentlich kommt das nicht raus. Ja. Ne? Aber das würde ich meinen Kindern vermitteln wollen, egal welche Dummheit, egal wie groß der Fehler war, dass ich immer da bin, dass den sozusagen nicht der Kopf abgerissen wird, sondern sollen den Kopf unter den Arm nehmen, weil wenn man einen Kopf unter dem Arm hat, kann man ihn auch nicht mehr abreißen und sollen zu den Fehlern auch stehen. Ja, wahre und schöne Worte, wunderbar. Oliver, ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast nicht viel davon und wir haben wirklich lange nach einem Termin geschaut. Das stimmt. Aber deswegen cool, dass das heute geklappt hat. Wunderbar, ein großes Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude daran. Wie und ob es mit dem Format weitergeht, weiß ich noch nicht ganz genau. Eigentlich kann ich mit so einer ungeraden Zahl 7 nicht so gut arbeiten. Wahrscheinlich muss da noch mindestens eine 8. Folge kommen. Ich habe eine grobe Idee, aber wie genau es weitergeht, das werdet ihr dann früh genug erfahren. Freut euch drauf. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Jo, tschüss auch von meiner Seite und danke für die Einladung. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut mich.